Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute haben wir mal von Patros für Grill und Ofen, Paprika und Chili. Das ist so ein Grillkäse in einer Aluschale. Das Ganze habe ich von Wiglo mitgebracht. Ja, hier habt ihr erstmal die Nährwerttabelle. Und gleich darüber habt ihr die Zutatenliste. Könnt ihr euch beides zu mal anhalten. Zubereitungszeit ca. 10 Minuten. Folie entfernen, Produkt mit Zutaten nach oben in die Aluschale geben und für ca. 10 Minuten auf dem Grill oder im Ofen auf mittlerer Schiene bei 220 Grad Umluft zubereiten. Das ist also dann, sehe ich das richtig, ein kleiner Bausatz. In praktischer Aluschale. Patros-Käse mit pikanten Zutaten bedeckt. Machen wir das Ganze doch mal auf. Ah ja, so geht's. Tipp, mit Gemüse verfeinern. So einfach geht's. Folie entfernen, Zubereitungszeit 10 Minuten. Auf den Grill oder im Ofen. Ah ja. Hier ist der Geyser. So sieht er aus. Ungebacken, ungegrillt. Wird also dann nachher in dieser Schale hier servierfertig zubereitet. Ja. Dann werde ich mal meinen Ofen anschmeißen und wir sehen uns gleich wieder, wenn es denn soweit ist. Also bis gleich. So sieht der ganze Käse aus, wenn er aus dem Ofen kommt. So, 10 Minuten sind also rum und wir werden jetzt mal probieren. Ich bin wirklich gespannt, wie der schmeckt. So. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Ist fertig, servierfertig. Und jetzt probieren wir mal. Dieser Schafskäse, das ist ein milder Käse. Der schmeckt richtig schön sahnig, ist schön mild. Die Paprika und die Chili. Ich dachte zuerst, das ist so ein Ding, wo dir dann wieder der Fuß wegfliegt. Ihr kennt das ja von Wasabi. Aber nein, dem ist nicht so. Es ist für mich als Nicht-Scharfesser, ist das eine angenehme Schärfe. Es ist würzig, wollen wir so sagen. Es ist nicht scharf, es ist richtig schön würzig. Der Käse ist schön weich und cremig, hat so eine leichte Sahnenote. Und dann halt eben die Würze von der Paprika und von der Chili dazu. Das Ganze mit diesem überbackenen Aroma ist das also schon, ja, ist das mir also schon 5 Sterne wert. Weil mir schmeckt das richtig lecker. Ich kann das, der diese Käsesorte ist, wirklich nur empfehlen. Das müsst ihr mal probieren. Das ist auf Deutsch gesagt wirklich, ja, bald ein Gedicht. Ja, mehr brauche ich eigentlich und kann ich auch nicht dazu sagen. Es schmeckt, es probiert es einfach und ihr werdet sehen.
Ja, ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen. Ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch das Video gerne teilen auf Facebook, auf Instagram, auf Google+, wo immer ihr wollt, habe ich absolut nichts dagegen. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.